Hi, hier bin ich wieder an der Landeskrone. Ich habe noch eine Sage entdeckt und vor allem wollte ich mal so ein Bild aus der Nähe zeigen und noch eine Besonderheit, die mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen ist, die ich gestern gar nicht eingebaut habe, weil es dann zu viel wird auf einmal. Ja, dieser Turm steht ja noch, den kann man besteigen, da war ich schon öfters. Und ja, man sieht einfach ohne Bäume, wie das da aussieht. Ich wollte hier direkt zurückgehen und da sieht man zum Beispiel an diesen Bildern, die Bäume waren kleiner. Hier sind die schon eigentlich relativ groß. Es gibt ein paar Bilder, da sieht man hier, wie die dann noch so wachsen praktisch. Und damit man auch diese Form auch sieht, dass die eine Stelle hier höher ist. Ich frage mich auch, was das für ein Turm ist. Das war noch kein Bismarckturm. Also der steht da gar nicht mehr. Da ist einiges in den letzten hunderten Jahren schon, was da alles passiert ist. Ist erstaunlich. Aber es geht mehr um diese Sage. Es geht diesmal um diese Sage hier. Diesmal ist das wieder ähnlich, nur irgendwie detailreicher. Ein Mädchen aus Paffendorf hütete an der Landeskrone die Kühe eines Bauern. Der Bauer aber hatte auch ein Schwein. Und damit ich das nicht vorlese, auf jeden Fall, das Schwein ist immer ausgebüxt und die wussten nicht, wieso das immer so spät zurückkommt. Aber es ist immer zurückgekehrt. Und einmal hat das Mädchen, war neugierig, wo das Schwein wohl hinliefe und sagte es auch den Bauern. Und eines Tages ging es, also auf jeden Fall hat es das Schwein verfolgt und jetzt das Schwein ist in einem Busch verschwunden und dort weiter bis an die Landeskrone. Halbe Landeskrone hinauf, muss man sich merken, ungefähr wo der Eingang ist. Also nur ungefähr. Und dann in eine Höhle. Das ist interessant. Sie lief hinein und kam nach einer Weile in einer Art Pferdestall an. Hier, Pferdestall, da standen viele Rosse, gesattelt und gezäumt. Und geharnischte Krieger in Waffen saßen dabei. Das ist schon die dritte Geschichte, die wieder anders ist und doch immer diese Höhle. Hier wird das. Das Schwein aber war verschwunden. Die Männer fragten das Mägdelein, was es wolle, waren sehr barsch und unwillig. Sie waren halt nicht so besonders begeistert, dass sie da reinläuft. Sie sagte, sie will das Schwein halt nur zurückhaben. Da haben die gesagt, ja, dann geh einfach weg hier. Und das Schwein kommt schon raus. Ja, klingt witzig, aber wie man sieht, waren sie nicht irgendwie bösartig. Und was waren das überhaupt für Wesen? Waren das wirklich Krieger? Waren da wirklich Pferde drin? Hier, lass gut sein, das Schwein kommt schon wieder. Aber wenn in der Landeskrone die Reiter wieder rumohren, da wird es bald losgehen. Ne? Also der Bauer dachte sich, ja, bald gibt es Krieg. Ja, das ist wieder das vermischt mit irgendwelchen menschlichen Geschichten. Wer weiß, da gab es, glaube ich, kurze Zeit später sogar diesen deutsch-deutschen Krieg. Bin mir hier nicht mal so sicher. Aber wir haben diese Höhle wieder in der Landeskrone. Und wieder irgendwie diesmal ein Mädchen, was auf diese Tiere aufpasst. Aber diesmal haben wir dort eindeutig nicht Geister, sondern Krieger. Und das erinnert mich wieder an diese Kriegergeister oder so, die irgendwo sitzen und irgendwas bewachen. Die Geschichten gibt es auch aus der ganzen Welt. Gut, wir haben das Schwein an der Landeskrone. Wir haben die Geschichten. Und ich habe ein Bild letztens schon entdeckt. Das hat mich sehr interessiert, deshalb habe ich mich immer überhaupt mit diesen Geschichten hier weiter beschäftigt. Und jetzt möchte ich euch das zeigen und nicht so spannend machen. Wo ist das? Erstmal zeige ich das bisschen harmlose Bild. Okay, es ist zu groß. Was mir auffällt, ist wieder natürlich das Restaurant dort. Dann dieser Schild von diesem Schriftsteller, der dort war. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Aber wie seht ihr da diese weiße Gestalt? Und seht ihr hier diesen Hülleneingang? Da könnte man denken jetzt auf diesem Bild, oh, da steht noch ein Busch und Richard ist wieder am Fantasieren. Ich zeige euch gleich ein Bild, wo es eindeutig eine Hülle ist. Und hier steht auch diesmal die Frau einfach so, mit so halbweißen Kopftuch. Oder dieser Kopftuch ist weiß. Aber was symbolisiert das hier eigentlich auf dem Bild? Die weiße Frau, wie oft wurde die gesehen? Ne, das ist keine Maria. Gut, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen. Ich habe selber so eine Lichtwesenbegegnung gehabt, deshalb bin ich da sehr, weiß nicht, das ist so eine tiefe Bedeutung hat das für mich. Jetzt möchte ich euch das nächste Bild zeigen und das ist das hier und guckt euch das an.
Das ist vielleicht nachhinein auch gemauert oder so, ich weiß nicht. Aber wir haben diese Höhle hier, die gibt es nicht. Wisst ihr was? Ich werde hingehen und mir das gleich angucken. Das Video stelle ich trotzdem jetzt schon wahrscheinlich rein. Ich habe das gefühlt, ich habe das gespürt. Als ich da letztens an diesem Bismarckturm war, da habe ich schon gedacht, ob da nicht auch ein Eingang ist irgendwie. Bismarckturm ist genau wie ich jetzt hier stehe, praktisch. Das Foto ist gut gemacht, weil das ist aus der Perspektive des Bismarckturms. Und es kann sein, dass der Gang, dass das irgendwie verbunden ist. Wisst ihr was? Ich will jetzt gar nicht so viel fantasieren, aber ihr habt das gesehen, eben die Fotos und hier diese Hülle, dann diese Geschichten. Also ich finde das, was ich jetzt rausgefunden habe, das ist irgendwie so gut. Das fühlt sich gut an, wisst ihr? Ich hatte das gar nicht. Also vermutet habe ich das, aber dass man dann so schnell so viele Details dazu findet. Ey, also wie gesagt, ich sag ja immer, ich habe vielleicht ein paar Talente und vielleicht sollte ich dabei bleiben und nicht ständig was anderes versuchen, ne? Ja, ich bin natürlich ein bisschen froh jetzt, weil ich weiß, dass ich gleich dahin fahren werde und mir das angucken werde. Und diese eine Eingangs wird ein bisschen tiefer beschrieben. Oder sie waren schon oben und haben der halbe Weg zu der obersten Spitze, ne? Die Beschreibung. Ja, eben habe ich Höhlensysteme gesucht, ob da nicht irgendwie noch separate Höhlen sind oder Minen oder sonst was, ne? Ob die da was gesucht haben oder gebaut haben oder wie. Erstmal finde ich nichts, ich bin aufgeregt. Wir haben das hier, wir haben die Geschichten und ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal so in der Information. Erstmal, ich wollte euch zeigen, wie ich da drauf kam, ganz kurz. Genau hier. Diese riesigen unterirdischen Städte in der Türkei. Davon gibt es, glaube ich, wie viel waren das? 46 wurden ausgegraben, ne? 36, 50 werden es mindestens sein dort. Gigantisch, zigtausende Menschen hatten dort Spaß und Platz. Ob die Spaß hatten, weiß ich nicht. Aber ihr seht, dass das teilweise erodiert ist. Der ganze Berg ist erodiert. Das sind mehrere Etagen, ja, Bewohnung, also Höhlensiedlung, die frei sind von Erosion. Und die Höhlen drinnen, wie alt ist das? Da ist kein Regen, da ist kein Wind und die sind so stark erodiert. Wie alt sind sie wirklich? Hier seht ihr das mal von oben. Ey, das sind mehrere Etagen, die da weg erodiert sind. Und ja, eigentlich hat das damit angefangen und von diesen Städten gibt es einige mehr. Nur dann dachte ich mir, wisst ihr was, ich bleibe erstmal hier regional in Görlitz, weil es so viel Interessantes noch hier gibt. Ja, ich sag euch erstmal, ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. Ich sag euch erstmal Tschüss, bis dann.